Ja, herzlich willkommen. Neues Video von Savage Scooters. Ihr seht, ich befinde mich in meiner Werkstatt. Und nein, ich befinde mich auf meinem Prüfstand. Werkstatt ist ja woanders. Und wenn ich mich auf meinem Prüfstand befinde, dann geht es immer um Leistung. So, heute sind wir mit der kleinen Roten auf dem Prüfstand. So, das ist jetzt die Fortsetzung von dem Conversion-Projekt. Glaube, Video Nummer 3 müsste das sein. So. Heute machen wir Leistung. Wir gucken, was er drückt. Ich bin schon ein bisschen auf der Straße gefahren, habe ein bisschen eingestellt. Leistungsmäßig weiß ich noch nicht genau, was bei rumkommt. Wir messen jetzt zusammen. Das heißt, es ist für mich genauso Aha-Erlebnis wie für euch. Nochmal zur Erinnerung, es ist der 2C Malossi Sport mit dem Conversion Kit vom Scooter Center drauf. Also das heißt 125er Gehäuse mit einem Membran. Einlass. Und zwar ist das ein LML-Gehäuse. 125 LML-Gehäuse. Es ist nichts, aber auch gar nichts gefräst. Ich meine, der Einlass ist entsprechend groß, klar. Zylinder nicht gefräst, Kolben nicht bearbeitet, Überströme nicht bearbeitet. Es ist alles nur zusammengesteckt. Es ist ein Membrankasten von der Firma MRP drauf. Der große Membrankasten, der CNC-gesteuerte Membrankasten. Dann haben wir einen 35er Mikuni. Wir haben keine Spritpumpe drauf, weil wir die nicht brauchen. Gehe ich von aus. Dann haben wir Auspufftests werden heute sein, eine Big Box Sport, eine Big Box Touring und ein Resonanzauspuff, der von mir umgebaut wurde für geringe Steuerzeiten. Also vergleichbar zum Beispiel zu so einem Falk R Elron. Kann man ungefähr vergleichen. Der ist entsprechend umgeändert von mir mit einem Endschalldämpfer der Firma Knalldämpfer. Das sind die drei Auspuffanlagen, die wir heute testen möchten oder die ich heute testen möchte und sehen möchte, was dann passiert leistungstechnisch. Und wir gucken uns das an. Wir werden dann im Anschluss über die Leistungsdiagramme sprechen und werden die miteinander vergleichen. So, das war jetzt dann hoffentlich mal alles. Habe ich noch irgendwas vergessen? Nein, habe ich nicht vergessen. So, das heißt, wir schmeißen die Karre jetzt mal an, fahren die mal warm. Und dann gucken wir mal, was wir als allererstes für eine Leistung haben. Wir haben jetzt drauf, also Versuch Nummer 1 ist die Big Box Sport V2, also auch die neueste Generation vom Scooter Center. Big Box Sport, damit fangen wir an. So, los geht's! Big Box Sport! Yeah.
So, die Diagramme werten wir gleich am Schluss aus. Ich mache jetzt erstmal alle Läufe, wechsle jetzt die Auspuffanlagen und dann geht's weiter. So, und jetzt zeige ich euch mal, bevor wir den Auspuff drunter bauen, den Unterschied zwischen der Big Box Sport und der Big Box Touring. So, hier sehen wir jetzt die Big Box Sport, die neue. Die zeichnet sich durch einen extrem großen Krümmer aus. Ne? Bodenfreiheit ist auch nochmal erhöht worden. Also das ist die Sportvariante mit dem segmentierten und großen Krümmer, wohingegen die Touring Box den deutlich kleineren Krümmer hat. Wobei der hier oben auch schon gewachsen ist. Ja, der ist hier auch schon gewachsen in den Dimensionen. Bodenfreiheit wurde nochmal verbessert. Und ganz ehrlich, was diese Boxen auszeichnet, die sind halt auch dicht. Ne? So, da könnt ihr mal gucken. Hier ist nichts versaut. Da ist nichts versaut, da spritzt nichts raus. Diese Boxen sind wirklich dicht. Ja, das zeichnet die Big Box Auspuffanlagen extrem aus. So, jetzt machen wir die Big Box Touring drunter und dann machen wir den nächsten Schuss. So, zweiter Schuss. Auspuffanlage ist getauscht. Big Box Touring Version 2. Gleiche Leistung, völlig anderes Diagramm, sehr interessant, wir vergleichen es gleich. Jetzt kommt die Reso-Anlage drunter. So, jetzt haben wir den Reso-Auspuff drunter, der natürlich vorne und hinten nicht so wirklich passt, aber ich will es halt einfach mal wissen, wie er mit dem Reso reagiert. Wir haben den Vergaser jetzt überhaupt nicht geändert in der Bedüsung. Das heißt, wir fahren ständig ein und dieselben Düsen. Der wird hier und da zu fett sein, wird vielleicht ein bisschen zu mager sein im Mittelbereich, wie auch immer. Aber um den direkten Vergleich mal zu zeigen, reicht das. Ja, jetzt Reso-Auspuff, bin gespannt. We'll be right back.
Jetzt ist mir gerade mein Drehimpulsgeber von der Rolle abgerissen. Ihr habt wahrscheinlich gerade gesehen, die Kurve ist spontan abgerissen. Ich zeige euch das Diagramm gerade mal. Ja, jetzt gucke ich, ob ich noch einen Drehimpulsgeber da habe. Wenn ja, dann wechsle ich den. Wenn nicht, ist das Video jetzt vorbei. Was eine Scheiße. Also, war nicht der Impulsgeber, war nur die Kupplung. Jetzt gucke ich mal, ob ich noch eine Kupplung habe. Ich hoffe. Kleine Teile, große Wirkung. So, ich habe das jetzt mal repariert mit einem Provisorium. Ich gucke mal, ob ich noch einen Lauf hinkriege, ob er das noch zählt. Wenn er das nicht schafft, dann haben wir nur tatsächlich nur einen verwertbaren Lauf. Das wäre natürlich scheiße, aber ja, die Kupplung vom Impulsgeber hat leider den Geist aufgegeben. Passiert, ist Verschleiß, ist jetzt auch schon 3 Jahre alt, das darf auch mal passieren. Aber nun gut, versuchen wir nochmal einen Schuss zu machen.
Also Spaß macht das am meisten. Sprech mal über die Diagramme. So. So. Da sind wir wieder. Ja. Es war alles dabei. Alle Auspuffanlagen getestet, inklusive einmal den Prüfstand geschrottet. Also nicht den Prüfstand. Ich zeige euch schon mal. Warte mal. So, mal ein bisschen technisches zum Erklären vom Prüfstand. Der Prüfstand hat einen Impulsgeber. Das heißt, die Rolle, die dreht sich um 360 Grad und ein Impulsgeber misst die Impulse, die bei einer 360-Grad-Drehung ankommen in der Elektronik. Das heißt, der Impulsgeber hat verschiedene Schritte, die er abfährt und sagt Impuls auf 360 Grad. Und diese Impulse werden von der Elektronik erfasst und werden von einem analogen Signal umgerechnet in ein Zeit-Leistungsdiagramm, kann man im Grunde so sagen. So, damit die Rolle den Impulsgeber antreiben kann, braucht es eine Kupplung, nämlich dieses Teil. Da steckt man vorne und hinten die Rolle und den Impulsgeber dran. Und wenn das dann auseinanderbricht, dann hat man keinen Kraftschluss mehr und dann ist der Impulsgeber weg. So, und das ist passiert, also das ist die Kupplung des Todes, ja, die ist gerissen. Ich habe das jetzt notdürftig repariert, aber wird auf kurz als lang eine neue Kupplung fällig werden. So, aber nichtsdestotrotz, wir haben Kurven, wir haben verwertbare Kurven und es ist auch richtig geil, was wir da sehen. So, zuallererst, wir liegen im Bereich zwischen 21,5 und 23 PS. Wir sehen quasi, dass wir immer fast immer die gleiche Leistung haben. Egal was für einen Auspuff wir fahren, wir haben die gleiche Peakleistung. 21,6 mit der Touring-Box, 22,3 mit der Sportbox und mit dem Reso-Auspuff haben wir 22,9, also 23 PS und 23 Newtonmeter. Woran liegt das, dass wir augenscheinlich immer die gleiche Nennleistung erwirtschaften? Ich sehe schon am Diagramm, und das seht ihr auch, ich erkläre euch das jetzt mal, nach dem Peak. Also nach dem Leistungspeak oben bei der Spitzendrehzahl, das ist bei 6,6, 6,6, 6,9. Also die Big Boxen haben bei 6,6 ihren Peak und der Reso bei 6,9. Also der dreht freier raus hinten und hat ein bisschen mehr Nenndrehzahl bei Nennleistung. Bedeutet aber auch, dass ihr am Diagramm seht, dass sie nach der Peakleistung quasi direkt zusammenbrechen. Also da kommt nicht mehr viel raus. Ich habe dann im vierten Gang auch nochmal, ihr habt das ja gesehen, im vierten Gang auch nochmal richtig durchgekachelt, auch die ersten, zweiten, dritten, vierten Gang mal richtig durchgekachelt. Aber da kommt leistungsmäßig nicht mehr viel raus. Das heißt, bin ich über die Peak-Drehzahl hinweg, passiert nichts mehr. So. Und das liegt halt einfach an den Überstromzeiten. Ja? Wir haben einfach nicht mehr Überstromzeit. Das heißt, bei steigender Drehzahl kann nicht mehr Sprit, weil wir nur 124 zu 173 74 an Überstromzeiten haben. So, jetzt hatte ich bewusst die Steuerzeiten so gewählt, weil ich ein gutes Mittel haben wollte, damit eine Touringbox ganz gut funktioniert, eine Big Box Sport gut funktioniert und vielleicht der Reso gut funktioniert. Deswegen habe ich die Steuerzeiten ein bisschen angehoben. Mein Tipp, und ganz klar zeigt das Ergebnis, je weniger Steuerzeiten ihr fahrt, desto mehr Nennleistung habt ihr untenrum aus dem Keller. Das zeigt uns jetzt auch nochmal die Big Box Touring, ja, um jetzt mal systematisch und nach dem Diagramm hier vorzugehen. Also, die erste Kurve, die rote Kurve, das ist die Big Box Sport gewesen. So, Big Box Sport hat 22,3 PS und 23,5 Newtonmeter. Das ist die rote Kurve. Was wir sehen, aufgrund des großen Krümmers, aufgrund der eher resotypisch angelegten Anlage, haben wir untenrum Verluste. Und zwar Verluste im Bereich von 12 PS vor Reso zu 16,4. Also wir verlieren 4,4 PS zu einer Touringbox im Bereich von 4.000 bis 5.000 Umdrehungen. Das ist schon eine Menge Holz. Das merkst du, das spürst du. Und vor allen Dingen, woran du es merkst, auch am Drehmoment. Die Touringbox hat permanent mehr Drehmoment zwischen 4.000 und 6.500 Umdrehungen. Vorweg, bei diesem Setup, bei diesem Motorenbau, Aufbau, ist es ganz klar, ist die Touringbox die richtige Auspuffwahl. Gibt nichts anderes. Wenn ihr natürlich an den Zeiten dreht, wenn ihr natürlich die Steuerzeiten hochreißt, wenn ihr die Überströme auffräst und so weiter und so fort. Wie gesagt, gefräst ist gar nichts.
wenn ihr die Zeiten noch entsprechend anpasst und da ein bisschen was rausholt, dann wird da sicherlich mit dem Reso-Auspuff mehr Leistung hinten rauskommen, aber untenrum wird es nie mehr werden. Das Konzept ist klar ausgelegt, das zeigen die Kurven jetzt auch und man kann auch so schön erkennen, wo eine Touring-Box ihre Stärken hat und wo eine Reso-Anlage ihre Stärken hat. Dieses Konzept ist ausgelegt ganz klar für eine Box. Aber das Interessante, was dieser Test auch zeigt, ist, die blaue Kurve ist der Resonanzauspuff basierend auf einem alten Performance-Auspuff. Den habe ich umgebaut für kleine Steuerzeiten, damit er gut funktioniert. Der funktioniert auch nicht schlecht. Der lässt dich oben raus auch bis knapp 7000 drehen und piekt da auch in der Leistung. Lässt hinten raus auch nochmal ein bisschen mehr Spitzenleistung bei steigender Drehzahl zu, weil der Auspuff halt genau dafür gemacht ist. Aber die Big Box Sport ist besser. Guckt euch das an. Die hat unten einen ganz kleinen Einbruch. Wenn ich die blaue und die rote Linie vergleiche zwischen der Vorresoleistung von 12,8 zu 12,2 PS, untenrum sind die fast identisch stark. Aber dann bis zum Leistungspeak von 6.700, 6.600 Umdrehungen ist die Big Box stärker als der Reso-Auspuff. Der Reso-Auspuff macht oben raus dann wieder richtig Spaß. Aber über allem thront die Big Box Touring. Die macht alles kaputt untenrum und die bricht auch relativ schnell zusammen. Ihr könnt an der schwarzen Kurve sehen, dass nach dem Peak von 6.500 Umdrehungen hinten raus gar nichts mehr passiert. Da fehlt Überstromzeit, da passiert gar nichts, der Auspuff macht das nicht mit, der will das nicht. Aber für dieses Konzept, für diese Steuerzeiten ist die Big Box Touring der richtige Auspuff. Was zeigen uns die Kurven noch? Ihr braucht kein Geschisse machen mit diesem Setup, um auf Membran umzubauen. Weder mit 30er Dello noch mit 35er Mikuni. Lasst die Membrankacke sein. Dieses Setup ist geschaffen und kreiert für den SI-Vergaser, für eine Touring-Box, für Leistung und Power und Drehmoment und Druck unten raus. Dieser Roller wird mit der Touring-Box so geil fahren, der wird sich bei 100 so kraftvoll fahren lassen wie nur irgendwas. Denn ihr müsst euch vorstellen, ich bin jetzt im dritten Gang, 100 km/h, 99,9 km/h tatsächlich gefahren, GPS, also hier auf dem Prüfstand, im dritten Gang und dann schaltest du in den vierten und dann geht die Reise weiter. Also 120, im Grunde so wie die Videos beim Scooter Center in dem einen Conversion-Video, was ich euch schon gezeigt habe, da fährt der Uwe über die Autobahn mit 120, 130 mit der Touringbox problemlos machbar. Ja, Fazit. Membranaufriss für dieses Conversion-Kit lohnt sich nicht. War das ein Griff ins Klo? Nee, war's nicht, weil ihr wisst jetzt Bescheid, dass ihr die Membranscheiße gar nicht machen müsst, außer ihr fräst am Zylinder hoffnungslos rum. Das große Problem ist noch, wir haben eine Drehschieberwelle drin. Das heißt, wir sind nicht strömungsoptimiert. Das heißt, das einströmende Gas durch den Membraneinlass knallt volle Pulle auf eine stehende Kurbelwellenwange. Das ist natürlich nicht gut, weil das Gemisch da irgendwie sich den Weg suchen muss. Die Kurbelwelle ist für Drehschieber ausgelegt. Das funktioniert einigermaßen membranmäßig. Wir haben ein bisschen mehr Leistung als bei Drehschieber. Drehschieber lagen die Leistung zwischen 20,5 und 21,9 PS, wobei das schon fast vergleichbar ist. Aber der ganze Aufriss hat sich nicht gelohnt, muss man klar sagen. Die Erkenntnis ist, das Conversion Kit ist für mich die beste Tuning-Alternative für 125er und vor allem auch für 80er Motorenblöcke. Weil für 80er Motorenblöcke mit dem kleinen Einlass ohne Fräserei 20,5 bis 21 PS. Wenn ihr überlegt, was ich jetzt für einen Aufriss gemacht habe, um da 21, 22, 23 PS rauszupopeln. Und du kriegst das mit dem 80er Gehäuse, in dem du die Scheiße einfach zusammensteckst. Ja Leute, da brauchen wir doch nicht lange überlegen. 80er Gehäuse, Kurbelwelle rein, Zylinder drauf, Superstrong-Kupplung, 24er SE, Big Box drauf. Ey, und glücklich sein. Das fährt sich auf der Straße wie eine Maschine. Kann man nicht anders sagen. Ja, so, damit wäre diese Videoreihe jetzt abgeschlossen. Warum hat das so lange gedauert? Vielleicht noch ein Wort zum Schluss. Ich war krankheitsbedingt etwas angeschlagen. Ich habe mein Gehör auf der rechten Seite verloren durch eine Entzündung Mittelohr und Gehörgang. Das Gehör ist auch noch nicht vollständig wieder da. Das heißt, ich bin schätzungsweise, sagt der Arzt, so bei 20 bis 30, 35 Prozent. Ob das nochmal wiederkommt, weiß ich nicht, aber deswegen war so lange Pause, weil ich wollte mir halt auch nicht Kettensägen-Massaker geben mit einem kaputten und defekten Ohr. Jetzt ist es, wie es ist. Das Ohr bleibt vielleicht so. Kopfhörer waren auf. Ich habe immer mit Kopfhörer getestet, also Lärmbelastung war eigentlich nicht gegeben. Mal gucken. Vielleicht kommt das Gehör wieder, vielleicht bleibe ich taub. Kann ja auch helfen, wenn zu Hause mal jemand ruft oder so. Das kann ja auch gut sein, ne?
So. Danke fürs Zuschauen. Wenn euch das gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, den ein oder anderen wohlwollenden Kommentar. Ein Abo. Leute, lasst ein Abo da. Tut mir den Gefallen, lasst ein Abo da. Es gucken 85% von euch gucken ohne Abo. Dann abonniert den Kanal. Ihr guckt sowieso. Dann hab ich auch was davon. Ja, schmeckt genauso gut und Content kommt weiter. Ja, ich freue mich und ihr freut euch auch. In diesem Sinne, bleibt hässlich. Wenn er rausgeht, fallt nicht in den Schnee. Und ja, bis zum nächsten Video. Tschüss.